Und wir beginnen mit der Einladung, bei sich selber anzukommen. Und die Einladung ist, nehmt den Daumen eurer rechten Hand oder auch der linken Hand und legt mal den Daumen an die Stirn. Macht die Augen zu und fahrt mal ganz langsam mit dem Daumen über die Nase, über den Mund bis zum Brustbein. Und dann legt die Hände rechts und links oben auf deinen Brustkorb. Und spüre mal ganz kurz nach, wie dein Atem geht. Und die Lehrer sagen, wenn du bei deinem Atem bist, dann bist du bei dir. Und die Mystiker sagen, halt, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo, dann fehlst du hier. Meinen Füßen und meine Füße stehen im Sand. Ich spüre ihn unter den Sohlen, rau und weich zugleich. Hier bin ich mit meinen Beinen und mit all den Schritten, die ich heute gegangen bin. Hier bin ich mit meinen Händen und meinen Armen und mit all dem, was ich heute getragen und getan habe. Hier bin ich, mit meinem Hals, meinem Kopf, mit meinen Augen und Ohren und mit all dem, was ich heute gesehen, gehört und gedacht habe. Hier bin ich, mit meinem Bauch, mit meinem Magen und meinen Nieren und mit allem, was ich heute verkraften und verdauen musste. Hier bin ich mit meinem Herzen. Mein Herz, das in mir schlägt und darin alles, was mich fröhlich, traurig, ängstlich und wütend macht. Mein Herz, das in mir schlägt und darin meine ganze Sehnsucht und meine Liebe. Hier bin ich mit meinem Atem, der jetzt ruhig werden kann, der ein- und ausströmt. Hier bin ich. Hier bin ich, Gott, und du sagst, es ist gut, ich darf sein. Amen. Wir zünden eine Kerze an im Namen Gottes. Gott gibt uns das Leben, den Körper und den Atem. Gott befreit uns zu neuen Wegen. Und Gott ist bei uns in der Kraft und in der Liebe, die in Gottes Geist ihren Ursprung haben. Amen. Der springende Punkt. Das bezeichnet ursprünglich den Moment, in dem im Ei das Herz des Hühnerembryos zum Schlagen beginnt. Der springende Punkt, der Herzschlag, das Leben.
Das Organ des Lebens, das in mir klopft und hüpft und springt. Es schlägt in mir. Und es schlägt in seinem Rhythmus. In meinem Rhythmus. Im Rhythmus meines Lebens. Mein Herz in meiner Brust versteckt und so komplex und so zart und zugleich so stark. Ein Wechsel von Kommen und Gehen, von Empfangen und Weitergeben, von Öffnen und Verschließen, von Anspannen und Entspannen. Vom Herzen aus wird das Blut in den ganzen Körper gepumpt. Überall hin, alles Lebensnotwendige wird dadurch versorgt. Immer wieder. Unzählige Male am Tag und meistens ganz von mir unbemerkt. Mein Herz, das in mir schlägt und schlägt und schlägt. Und dabei gibt es nach jedem Herzschlag eine Pause. Und auch diese Pause gehört dazu zum Rhythmus des Lebens. Ja, auch diese Pause ist lebenswichtig. Denn es braucht diesen kurzen Moment der Ruhe, damit sich die Herzkammern neu mit Blut füllen. Herzschlag und Pause. Aktivität und Ruhe. Nur in der Kombination aus beidem lebe ich. Ein Wechsel von Kommen und Gehen, von Empfangen und Weitergeben, von Öffnen und Verschließen, von Anspannen und Entspannen. Wann und wie spüre ich es denn, mein Herz in mir? Mein Herz, das ist ja so sehr verbunden mit mir, mit meinem Leben und mit dem, was mein Leben gerade ausmacht. Nach dem Sport, da spüre ich es in seiner ganzen Kraft. Vor der Prüfung, da verschafft es sich laut und schnell in mir Gehör. Und manchmal schmerzt es so sehr. Das Herz kann brechen und es schlägt trotzdem weiter. Und dann
dann pochen mit jedem Herzschlag in meiner Brust meine Trauer und mein Schmerz. Mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Und dann wieder, dann zerspringt mein Herz in mir fast vor Freude. Es hüpft, es singt, es tanzt. Es ist so leicht und es macht mich so leicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sich erwohnen. Der springende Punkt. Das Herz ist das Zentrum des Lebens. Und das ist es nicht nur biologisch, sondern auch emotional. Und schon biblisch galt das Herz als der Sitz aller Gefühle. Und darüber hinaus als der Ort, wo Pläne und Wünsche entstehen. Und der Ort, wo das Gewissen und das Verstehen zu Hause sind. Mit dem Herzen suchen Menschen nach Gott. Mit dem Herzen suchen sie Ruhe und Frieden. Gott, mein Herz ist bereit. Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele. Ich spüre hin, hin zu meinem Herzen. Wie fühlt es sich jetzt gerade an? Wie ist sein Klopfen in diesem Moment? Wie ist sein Rhythmus heute Abend, am Ende dieser Woche? Mein Herz in mir. Ist es leicht? Ist es schwer? Wie spüre ich sein Klopfen? Mein Herz in mir. Ich höre hin. Ich spüre hin. Ich nehme es wahr und ich lasse mich stärken.
Seid stark und eure Herzen seid mutig, alle, die ihr euch auf Gott verlasst. Das Herz, das Organ des Lebens. Es springt und hüpft, es pocht in mir. Es schlägt in seinem Rhythmus, in meinem Rhythmus, im Rhythmus meines Lebens. Ein Wechsel von Kommen und Gehen, von Empfangen und Weitergeben, von Öffnen und Verschließen, von Anspannen und Entspannen. Vater und Mutter des Kosmos, Urgrund der Liebe, bereite in uns den Raum des Herzens, dass dein Licht und dein Klang, dass wir ihn in Frieden erfahren. Deine Wirklichkeit offenbare sich, dein Verlangen, eine Himmel und Erde, dass wir deine Liebe in unserer entdecken. Gib uns Tag um Tag, was wir an Brot und Einsicht brauchen. Löse die Fesseln unserer Fehler, wie auch wir geben frei, was uns an die Verstrickung und die Schuld der anderen bindet. Führe uns in der Versuchung und bewahre uns vor falschem Verlangen. Befreie uns von Irrtum und Bösem, denn dein ist das Reich des Friedens und der Liebe, die Fülle des Lebens und der Klang des Kosmos, der alles erneuert, von Weltzeit zu Weltzeit.
Ich bekräftige all das mit meinem ganzen Sinn. Amen. Gott segne dich und dein Herz. Gott segne seine Brüche und seine Narben. Gott segne seine Freudensprünge und seine Fülle. Gott segne dich mit Ruhe und mit Kraft im Herzen und zum Leben. Amen.